Auf geht's. Komm, komm, komm. Jetzt hast du eine Minute. Mach so lange wie es geht, bis du stoppst. Hier. Schön wieder hier zu sein auf jeden Fall. Viel Glas auf jeden Fall, viel Spiegel. Hört nicht, Felix, man sieht dich vielleicht auch, aber... Ja, unsere Freunde von Titanic Hotels lassen sich auf jeden Fall nie lumpen. Ist absoluter Geheimtipp, glaube ich, für alle Läuferinnen und Läufer, die in Berlin ein cooles Hotel suchen. Super Service, Essen, sonst auch alles Premium auf jeden Fall. Und liegt natürlich auch zentral und sehr, sehr gut Richtung Tiergarten und damit natürlich auch in Hinblick auf Start-Halbmarathon und auch Startziel vom Marathon. Ja. Titanic Hotels Berlin, Chausseestraße sind wir diesmal. Wir waren aber auch schon am Gendarmenmarkt, sind beide super und ja, wir sind immer sehr, sehr glücklich hier zu sein und ja, werden natürlich hier, wie man sieht, auch entsprechend verwöhnt. Aber die haben alle ein sehr großes Herz für Läuferinnen und Läufer, weil hier in unseren Ansprechpartnerbereichen auch sehr viele Lauffans dabei sind. Hotel Chaussee in Berlin, absolute Top-Adresse, wie schon gesagt, für alle Lauffans, weil der Fitnessbereich auf zwei Ebenen absolut gigantisch ist. Es gibt zusätzlich noch ein Schwimmbad, es gibt Sauna, Hammam und so weiter und so fort. Absolut riesig, das ist nur einer von vielen Fitnessräumen da draußen. Haben wir noch die ganzen Geräte, drüben gibt es glaube ich Boxkurse, Thai-Boxkurse, irgendwas, also müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Da muss ich aufpassen, dass ich mir die Hand nicht breche. Spaß zur Seite. Und da oben noch, da können wir nachher noch hingehen, ein Bereich mit Cardiogeräten. Ich glaube 10 Laufbänder, wenn es reicht. Es gibt Aqua-Fitnesskurse, hier gibt es Yoga-Kurse, absolut Wahnsinn. Also wer in Berlin auf der Suche ist nach einer guten Unterkunft, vielleicht auch noch mit der Option, hier sportlich aktiv zu sein, Titanic Hotel Chaussee Berlin, aufmerken. Morgen aus Berlin, ein wunderschöner Mittwoch und wir sind heute, wie schon angekündigt, hier bei SMS für eine sportmedizinische Untersuchung und Leistungsdiagnostik. Da nehmen wir euch natürlich mit, zeigen euch mal, was das alles so beinhaltet, soweit wir das teilen können oder dürfen. Und ja, ist natürlich immer hervorragend, wenn man im Berlin-Marathon-Kosmos solche Möglichkeiten hat, das in Anspruch zu nehmen. Kann ich euch aber sagen, können nicht nur, jetzt sagen wir mal, Profiathleten hier machen, sondern natürlich jeder, der beispielsweise sich auf den Berlin-Marathon oder Halbmarathon vorbereitet, macht sogar Sinn, sich mindestens einmal mehr richtig durchchecken zu lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und klar, die Ergebnisse von der Leistungsdiagnostik, die helfen natürlich auch, um das Training dann entsprechend zu steuern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und dann schauen wir uns das alles an. Was hättest du vorhin gesagt? 70 hätte ich geschätzt. Ja, das war schon mal besser, ne? Nicht ganz so out of shape, wie ich dachte. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Ach, geht wieder los.
Hoch, okay. Du bist teilweise schon mal über 50, was ich bei dem Tempo nicht so hoch ist. Ist halt die Frage, liegt es an. Genau. Deshalb habe ich jetzt extra auch nichts mehr gefragt, dass ich mir irgendwie was halbwegs glaube, das hinkriege, aber schwierig. Was denn noch die Anschlüsse der Kante war? 11. Ah, das ist viel besser. Ich habe noch ein bisschen auf die Nase drauf gedrückt. Wie anstrengend war es? 13. Sollte irgendwas sein, da rechts, links, auch schießt man da bestimmt. Ja. Ab die Situation. Yes. Bei den 20 probieren wir noch. Ja. Und vielleicht können wir trotzdem den 19er Wert dabei. Ich hab das schon so, dass ich ihn vielleicht einschmeißen kann. Ich muss mich jetzt ganz schnell beeilen, dann schmeiß ich ihn direkt rein. Jetzt bin ich mit der Kalibration fertig. Du musst ein Stück vor. Wie anstrengend war es? 17. Okay, dann geht's wieder los. Wer kann ich denn ungefähr einer Minute sagen? Okay. Ja, man hat das ganze Gesicht ist unter der Maske recht erschöpfungsmäßig bzw. so erholungsmäßig, dass das in letzter Zeit einfach nicht so geil angefühlt hat. Kann natürlich auch einfach sein, dass klar, ich das verändernde Schlaf hat. Genau, das ist natürlich die. Weiter atmen, beim nächsten Mal alles ausatmen. Da atmest du so weit aus, wie es geht, machst die Lungen komplett leer, schwungvoll und tief ein und dann schnell und weit raus. So, Mund kann ran. Ein und raus, 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 schwungvoll ein und raus dann. Weiter, 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 weiter. Ja, mit halt ich muss der auf jeden Fall ein bisschen höher. Ja, Sattel muss auf jeden Fall höher. Ja, so ist gut. Ja. Okay. Da hätte ja sein können, die machen alle, also sind alle irgendwie... Genau, also das Ganze ist ein Stufentest. Wir fangen bei 50 Watt an und alle 2 Minuten kommen 2 Watt mehr dazu. Nein. Doch. 2 Watt oder irgendwie... Alle 2 Minuten kommen 50 Watt. Ich dachte mir, wir sitzen bis morgen früh noch hier. Eine Ewigkeit später. Alle zwei Minuten kommen 2 Watt mehr dazu. Das schneiden wir raus. Theoretisch geht es unendlich lang. Also wir machen das so lang, bis du Stopp sagst. Du sollst nicht 150 Stopp sagen? Nee, du sollst dich wirklich ausbelasten. Okay. Du darfst stöhnen, schwitzen, schnaufen, okay. Alles erlaubt und erwünscht, weil wir wollen ja wirklich sehen, wie das Herz unter Maximalbelastung reagiert. Und ich muss eine bestimmte Frequenz halten? Genau. Und dann auch im Anschluss in der Nachbelastungsphase. Deine Aufgabe ist, hier die ganze Zeit ungefähr die Zahl 60 zu halten. Das ist die Trittfrequenz. 60, okay. Können wir jetzt hier so schön eintreten vorher. Dann an der letzten Stufe. Ich hänge hier auf dem Lenker. Ich muss aber im Sattel bleiben oder darf ich aus dem Sattel rausgehen? Ich darf nicht aufstehen. Ich darf nicht aufstehen, okay. Ich glaube, das war nicht. Ja. Und jetzt ab 300, wir schon merken, ab der nächsten Stufe ist das Lämpchen grün bei einer höheren Frequenz. Ah. Ab da sagt man. Weil es einfach angenehmer, dass du einen runden Tritt hast und nicht dich da so selber limitierst. Wie viele Anstrengungen? 15. 15? Sehr gut.
Sekunden. Sehr schön. Nach 20 Sekunden, dann hast du deinen Watt geschafft. In 6 Sekunden geht es in die nächste Stufe. Wie empfindest du jetzt? 17. Sehr gut. Jetzt kommt die nächste Stufe. Und auf geht's. Auf geht's. Komm, komm, komm. Jetzt hast du eine Minute. Mach so lange, wie es geht, bis dann stopp. Du wirst dich hier irren lassen. Sehr gut. Und einfach weitermachen. Auf geht's. Komm, 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 komm. Geht's nochmal? Ja. Okay. Okay, ganz einfach weiterfahren, weiterfahren, weitermachen. Die ganze Zeit treten. Okay. Das ist krass, ich dachte wirklich, ich krieg die 350 noch durch. Ja. Also interessant, dass das von 15 Sekunden, ja, wenn überhaupt 15 Sekunden, dir so den Stecker zieht, wo du einfach das Ding nicht mehr rumgedreht bekommst. Waren die Beine, oder? Einfach die Trippe. Beine, ja. Herzlich kann sich glaube ich nicht so crazy, ja, oder? 160, ja. Nee, zu schwach. Da lachen die Radfahrer hier. 350 Watt. So Leute, ganz offensichtlich bin ich hier nicht mehr bei der Leistungsdiagnostik in Berlin, sondern andere Stadt, anderes Hotel. Der Akku hat schlapp gemacht. Wir haben sehr viel aufgenommen, der Akku hat am Ende schlapp gemacht und dann die Tage zu Hause, ja, war immer so viel los, dass ich ja ganz vergessen hatte, noch ein Outro aufzunehmen, ein kleines Recap, was da eigentlich jetzt alles so rauskam, und das möchte ich jetzt gerne nachholen. Also, wir hatten ja schon eingangs erwähnt, oder ich hatte erwähnt, dass die letzte Leistungsdiagnostik schon eine ganze Weile her ist und ich aber mich zuletzt im Training auch nicht sonderlich gut gefühlt habe und das abklären lassen wollte, deshalb aber auch die medizinische Untersuchung, sportmedizinische Untersuchung, das würde ich übrigens den meisten mal empfehlen zu machen, die regelmäßig an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen. Also falls ihr das nicht ohnehin schon tut, macht das ruhig einmal im Jahr. Das ist eigentlich so das Minimum, was man, glaube ich, machen sollte, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und wirklich ja auf Herz und Nieren alles ab klopfen zu lassen. Genau, das haben wir gemacht. Die Laborwerte habe ich noch nicht, da kann ich nicht viel dazu sagen. Aber die Leistungsdiagnostikwerte, die habe ich natürlich direkt danach bekommen. Und ja, sagen wir mal, wie soll ich sagen, die sind natürlich jetzt nicht irgendwo in Bereichen, die Bestleistungen erwarten lassen. Dafür war einfach die letzten Monate, das letzte halbe Jahr, würde ich jetzt mal sagen, einfach sehr viel los, bei mir natürlich im Privatleben, auch drumherum beruflich war einfach eine Menge los, und das hat es schwer gemacht, die Konsistenz im Training hochzuhalten, die eben nötig ist, um da auch Grenzen zu verschieben, vor allem bei jemandem wie mir, der schon so lange Leistungssport macht. Die Werte waren aber auch überraschenderweise nicht wahnsinnig schlecht. Also man sieht natürlich auch, dass Training über Jahre, gerade Ausdauertraining, jetzt auch nicht einfach verschwindet, nur weil man eine vielleicht nicht ganz so optimale Trainingsphase hat. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir das Beispiel 3,30 auf einen Kilometer. Das war natürlich ein ganz interessanter Wert, muss man sagen. Ist natürlich weit weg von Wettkampfgeschwindigkeiten, aber man sieht zum Beispiel, dass 3,30 nach wie vor bei mir Grundlagentempo ist. Bei 3,30 hätte ich, glaube ich, 1,3 roundabout Laktat, das ist praktisch nichts. Man sieht aber natürlich auch, dass man dann Bereiche entwickelt, wenn man in denen entsprechend auch Trainingszeit verbringt und sagen wir mal im Bereich Wettkampftempo, Marathon, Halbmarathon, habe ich einfach in letzter Zeit nicht so eine gute, nicht viele gute Workouts gehabt, aus verschiedenen Gründen, auch weil ich einfach in letzter Zeit wirklich auch irgendwie erschöpft bin und deswegen auch eben die anderen Werte, Laborwerte mir anschauen lassen möchte. Und da ist sicherlich noch Arbeit zu tun, um vielleicht auch Zeiten zu laufen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Mal gucken, ob wir das bis zum Berliner Halbmarathon schon wieder ein bisschen drehen können. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Bin gespannt, was da vielleicht auch rauskommen kann. Und für die Die-Hard-Lauffans unter euch, ich kann natürlich gerne mal meinen VL3-Wert teilen, also meinen 3 Millimol Laktatwert, der üblicherweise so als, ja, Schwellenwert, aerob, anaerobe Schwelle angegeben wird. Der lag jetzt bei mir bei diesem Test bei 3,04 auf den Kilometer. Das ist schon ein Stück weg von Werten, die ich sonst habe, wenn ich fit bin. Ist aber tatsächlich trotzdem auch eine grundsätzlich ganz solide Fitness, die irgendwie vorhanden ist und auf die sich ja dann hoffentlich auch aufbauen lässt. So, das soll es vielleicht als Outro und Recap noch gewesen sein. Wie gesagt, empfehle euch das auch mal auszuprobieren, falls ihr das nicht ohnehin schon macht.
geht ja da auch um Gesundheitsaspekte, logischerweise, dass man gesund und fit sein Training hoffentlich absolvieren kann, geschweige denn natürlich auch die Rennen läuft. Und für diejenigen, die immer noch hier auf YouTube am Start sind, trotz der etwas längeren Abstinenz jetzt, dickes Shoutout an euch. Wir versuchen dieses Jahr wirklich ein bisschen mehr Regelmäßigkeit wieder reinbringen zu können. War einfach, wie gesagt, zweite Jahreshälfte letztes Jahr und Anfang dieses Jahr war einfach in vielen Bereichen meines Lebens sehr viel los. Ja, in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und ja, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.